Hallo und herzlich willkommen hier bei Space Engineers. Wir stehen hier mitten vor einem riesigen gefrorenen Ozean auf einem erdähnlichen Planeten in unserem Landing Gear. Ja, wir sind hier gelandet oder besser gesagt gestrandet mit nichts weiter außer dem Teil und jede Menge Landschaft. Ich wollte noch was schauen. Unser Atmosphärikländer. Ja, es ist gerade wieder Tag geworden. Ich habe mich hier entschieden, mitten an diesem riesigen See hier erstmal ein kleines Camp aufzubauen. So, verbleibender Treibstoff. Ach so, ich wollte ja mal die Energie ausschalten. Genau. So, damit die Triebwerke nicht mehr an sind. Das Problem ist nämlich, dass wir, da ist er, dass wir hier, nee, halt, wo ist es? Dass wir in unserem Reaktor Uranium drin haben und Uranium ist ein sehr seltener Rohstoff. Müssen wir sehr sparsam damit umgehen. Vor allen Dingen müssen wir es erstmal finden. Wir haben nämlich jetzt nichts weiter, außer das, was wir jetzt hier bei uns haben. Einmal das im Inventar bei uns hier und einmal das hier in dem Länder, in dem Inventar. Das ist alles, was wir haben. So. Ach so, wir hatten ja, glaube ich, auch Oxygen dabei, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wo ist es? Genau, Sauerstoff 10K haben wir auch dabei. Nachfüllbuddeln haben wir auch dabei. Warum kann ich die nicht rausnehmen? Ach so, ja, weil die Energie offline ist. Genau. Weil die Energie offline ist. Ja, hier unten haben wir dann ein riesiges Eisvorkommen. Da können wir. Ah, wir werden mal hinsputen. Wir werden uns gleich mal ein bisschen Eis holen, weil wir brauchen nämlich Oxygen, um hier rumzudüsen. Also nicht rumzudüsen, aber rumzufliegen. Und davon können wir hier auf der Erde nicht genug haben. Oder zumindest einem erdähnlichen Planeten. Weil wir haben hier nämlich Gravitation. Diese Gravitation kostet uns natürlich sehr viel Oxygen. Nee, Hydrogen. Hydrogen, genau, Hydrogen ist das. Kostet uns nämlich sehr viel davon. Und da ist das nämlich gut, dass wir hier in der Nähe von diesem gefrorenen See gelandet sind. Da gibt es jede Menge. Das wird auch gleich schon mal unsere erste Aktion sein. Uah. Ist ja ganz schön felsig hier. Hoffentlich komme ich dann wieder hoch. Aber ich habe ja noch Rest dabei, dass ich fliegen kann. So, wollen wir gleich mal hier ordentlich was wegmachen. Ja, der weitere Plan sieht dann erstmal so aus. Wir werden dann erstmal hier eine Base bauen. Wir werden dann erstmal hier
eine Base bauen und dann auf alle Fälle erst einmal viele Rohstoffe sammeln. So. Ah, das war... Na komm, lade. So, das war jetzt unsere nicht unsere Inventar, sondern das, was wir alles bauen können. Ich habe hier auch einige Mods drin, ne? Die werden aber am Anfang, denke ich, sowieso erstmal nicht so interessant sein, weil wir, wie gesagt, noch keine Rohstoffe haben oder zumindest fast keine. So. Ah, wir haben noch genug Platz, wir können noch sammeln. Wir können noch jede Menge sammeln, es passt noch genug rein, obwohl... Jetzt sehe ich, wir haben jetzt schon 3500, wir sind also doch gleich voll. Und das war's. So, wollen wir mal fliegen. Ja, da sind wir natürlich relativ schnell bei unserem Länder. So, jetzt tun wir das ganze Eis mal bei uns rein. Ach so, das können wir jetzt nicht reintun, weil wir natürlich den Reaktor aus haben. Der Reaktor ist eine Etage höher, genau. Hier ist der Reaktor. Den werden wir mal doch wieder anschalten. Weil wir brauchen ja unsere Raffinerie. So, da können wir das Eis nämlich gleich schon mal hier reintun. Das sind nämlich unsere Hydrogen-Bottles am wichtigsten, wenn wir fliegen wollen. So, und dann kann man nämlich den Reaktor wieder ausschalten, um Uranium zu sparen. So. So, und da werden wir hier draußen erstmal anfangen und eine kleine Base bauen. Dazu brauchen wir Stahlplatten. Wir haben natürlich nicht mehr viele, das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen zurückhalten und dann natürlich anfangen, ein kleines Schiff zu bauen, dass wir hier ein bisschen den Planeten absuchen können nach Erzen. Oh, mein Sauerstoff ist alle. Das ist natürlich jetzt schlecht. So. Und zwar liegt das nämlich da dran.
So, das lag nämlich daran, dass wir den Helm noch auf hatten. So, jetzt können wir nämlich die wieder zurück tun. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben nämlich hier voll Sauerstoff, also voll Oxygen. So. Die Frage ist jetzt, wo wir jetzt hier unsere Base hinbauen. Ich hätte da so vorgeschlagen, hier auf diesen Vorsprung. Weil der würde sich dann nämlich schön dazu eignen. So, genau, würde ich sagen, fangen wir nämlich hier an. So, jetzt müssen wir uns erst einmal die Blöcke hier reintun. Da brauchen wir erstmal nur die normalen. Halt, wir brauchen ja hier neue Station. So. Aber ich glaube, die haben die Blöcke geändert, weil normalerweise hatten die Blöcke doch eigentlich solche Kanten gehabt. So wie auf dem Bild noch unten. Weiß ich dann natürlich nicht, ob da mal ein Update gekommen ist, da habe ich nicht aufgepasst. So, hier machen wir. Nee, da würde ich lieber die etwas stärkeren Schrägen nehmen. Die haben wir. Wo haben wir die? Wo haben wir die? Sind verschwunden. Hier sind sie. Genau, einmal das. So. Ich muss mir sowieso die Werkzeuge mal woanders hinlegen. So, das kommt hierher. Charakterwaffen. Da müssen wir hin. Also einmal das. Einmal das. Und einmal das. Ich glaube nicht, dass wir die Waffe jetzt unbedingt brauchen. Vor allen Dingen, weil ich sowieso auf leicht gestellt habe. Halt. So. Richtig, genau. So. So. Dann machen wir nämlich hier eine kleine Auffahrt her. Weil wir werden dann, denke ich mal, im späteren Verlauf so, so, so auch ein Fahrzeug bauen. So, da werden wir nämlich dann hier auf der Plattform vielleicht anfangen, unser erstes Mining-Schiff zu bauen. Und da werden wir dann nämlich dazu den Länder auseinandernehmen. Da werden wir dann dazu den Länder auseinandernehmen.
und dann anfangen und suchen uns neue Quellen, die wir erschließen können. So, es wird langsam wieder dunkel. Ich habe den Zyklus auf eine halbe Stunde eigentlich gestellt. Das heißt, wir haben eine Viertelstunde Tag, wir haben eine Viertelstunde Nacht. Das heißt, ich muss auch hier wieder mein Licht anmachen. Das ist aber nicht so schlimm. Ich könnte vielleicht auch den Zyklus auf eine Stunde umstellen. Das heißt, wir haben dann eine halbe Stunde Tag, eine halbe Stunde Nacht. Müssen wir mal sehen, wie wir da am besten klarkommen damit. Ich würde jetzt ungern den Zyklus komplett umstellen auf, dass wir komplett immer Tag haben. Weil in der Nacht macht das Spielen hier auch Spaß. Das Problem ist halt nur in der Nacht zu fliegen. Ja, da kann schnell mal was passieren. Zurück. Ah, nicht vorbei, nicht vorbei, das war zu schnell. Ah, ich habe Trägheitsdämpfer aus. Nee, Trägheitsdämpfer an, doch, muss richtig, genau. So, bin ich ein bisschen zu flott unterwegs gewesen. Muss man auch aufpassen, wenn man dann nämlich mit dieser Geschwindigkeit irgendwo davor knallt, dann ist man schnell mal seine Lebensenergie los. Natürlich noch gar nichts an Erzen. Das heißt, das ist das, was wir alles haben. Das muss ich natürlich mal sehen. Ich baue jetzt erstmal einen kleinen Fuß für ein kleines Schiff. Das kleine Schiff. Und da fehlt uns Herstellungskomponenten. Die hätte ich jetzt natürlich gleich mitnehmen können. Ist aber nicht das Problem. So. Herstellungskomponenten. Ja, ist ein bisschen viel, so viel braucht man nicht. Da reichen 10 Stück. Brauchen wir noch mehr, wenn wir das Teil bauen? Ne, steht nur Herstellungskomponenten. Gut, schauen wir mal. Fangen da jetzt erstmal an, den Fuß zu bauen. Und dann darauf werden wir unser kleines Mining-Schiff bauen. Ja, und schon haben wir mehr. Wir brauchen noch Steuerrohr groß und Motor. Wir werden vielleicht den Länder doch mal umparken, dass wir den neben unsere Plattform stellen. Ist vielleicht dann einfacher. So, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt Rohr und Motor. Dann müssen wir sowieso mal sehen, dass wir jetzt anfangen, den Länder noch mit auseinanderzunehmen. Weil wir brauchen nämlich unten, unter dem Länder ist ein Erzsensor. Den Erzsensor brauchen wir dann, um unsere Erze hier zu finden. So. So, da haben wir dann schon mal Standbein für unseres Oster. Für uns aus das kleine Schiff geschaffen. So, und hier drauf kommt jetzt ein Cockpit. Cockpit haben wir hier. So, und da fehlt uns natürlich die interne Panzerung. Hier. So, reicht das? Ich hoffe es. Wir werden hier mal ein bisschen was mitnehmen.
Ich weiß es natürlich nicht, ob das für das jetzt reicht. Aber wir könnten normalerweise auch an die Station die ersten Solarpanel dran bauen und sogar eine Batterie bauen. Da hätten wir wenigstens da auch erstmal Energie und könnten dann vielleicht Stück für Stück den Länder erstmal zerlegen, bis wir unser erstes eigenes Erz hier ermeinern können. So, mal schauen. Anzeige haben wir vergessen, brauchen wir 5 Stück. Und Panzerglas darf man nicht vergessen, das war nämlich glaube ich auch alles vorhanden. Ansonsten, wenn es nicht vorhanden ist, müssen wir hier schon anfangen und Scheiben zerlegen. Hier sind ja genug Scheiben dran, die brauchen wir ja alle nicht mehr. Ich hoffe mal nicht, dass es hier wilde, böse Tiere gibt, die mir jetzt was wollen. So, Anzeigen haben wir aber nur 4, wir brauchen 5. Das ist aber nicht das Problem. So, wir haben nämlich hier oben, oder fangen wir erstmal hier an, hier kann man schon mal die Scheibe zerflexen. So. Jetzt haben wir nämlich auch Panzerglas. Hier haben wir nämlich Displays. Die brauchen wir nicht. Die bringen uns Anzeige. Anzeige, ganz wichtig. So. Wollen wir mal schauen. Ja, es reicht aus. Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir schon mal unser Cockpit fertig. So, jetzt muss ich hier hinten noch ein bisschen weiter bauen. Mal reichen. So, weil jetzt braucht man nämlich hier auf dem Teil einen kleinen Reaktor. Einen kleinen Reaktor. Wo sind meine Gyroskope? Die müssten doch hier auch sein. Die waren doch eigentlich auch immer hier mit in den ersten Zeilen oben. Die Gyroskope hat jemand geklaut. Die sind weg. Gyroskop plus 250. Ah, hier sind sie, die normalen Gyroskope. Die Gyroskope plus 250, die habe ich damals eingefügt für ein ganz, ganz großes Schiff. Damit man nicht tausende von den Gyroskopen verbauen muss, habe ich die plus 250% genommen. Wir werden mal sehen, vielleicht bauen wir auch in naher Ferne, weil in naher Zukunft wird das wahrscheinlich, denke ich mal, nichts werden. Auch wieder ein großes Schiff. Ich hätte vielleicht lieber 2 so gemacht und in der Mitte das weg. So, halt, das war zu viel. So, jetzt mal schauen. Der kleine Reaktor, den müssen wir nach oben drehen. So, da brauchen wir natürlich Reaktorkomponenten. Die haben wir, glaube ich, nicht. Da müssten wir wahrscheinlich dann den anderen Reaktor zerlegen vom Schiff, also von dem Länder. So. Gyroskope konnte ich fast fertig bauen, zumindest ein. Ich bin immer so flott unterwegs. Hat sich irgendwas geändert, dass man da jetzt nicht mehr so schnell abbremst? Das kommt mir schon irgendwie seltsam vor, weil normalerweise hat man doch eigentlich immer schneller gebremst. Oder nicht? Täusche ich mich da jetzt so? Also eigentlich hat man mal schneller gebremst. Bin ich mir eigentlich sicher.
Motor. Was fehlt jetzt hier noch? Die Reaktorkomponenten und Metallgerüst haben wir beides nicht. Haben wir beides nicht. So, wir werden nur unsere Oxygen, die Hydrogenbottle auffüllen. So, das war's schon. So, das haben wir alles nicht. Das haben wir alles nicht. Wir haben auch hier nur noch 0,3 Uranium. Deswegen würde ich sagen, stellen wir wohl doch am besten erstmal hier alles aus. Schwupps, und es wird dunkel. So, ich würde nämlich anfangen, den Stuhl zu zerlegen. Oder doch lieber hier oben alles. Ich fange an, hier oben mal alles zu zerlegen. Das brauchen wir alles nicht mehr. So. Weil hier können wir nämlich die Triebwerke zerlegen. Die brauchen wir dann erstmal bei uns am Schiff. Wobei müssen wir jetzt aufpassen, weil wir sind nämlich ziemlich voll, genau. So, da kann man nämlich schon mal schauen. Ob wir hier was fertig bauen können. Ja, das eine, den einen Gyroskop können wir fertig bauen. Die Metallgerüste. Ach so, wir könnten ja eigentlich jetzt hier schon einen Lagercontainer erstmal bauen. Genau, weil hier lagern wir das Zeug jetzt erstmal ein. Wir bauen einen. Ich gucke mal in den kleinen, wie viel Platz nimmt denn der hier weg? Oh ja, der reicht. Wir bauen den kleinen hierher. So, und da fehlt uns natürlich interne Panzerung. Die hatten wir, glaube ich, noch. Aber es wird, glaube ich, schon wieder hell, wie es aussieht da hinten, ne? So. Interne Panzerung hat man jetzt natürlich keine mehr, gell? Jetzt müssen wir schauen. Wo haben wir hier interne Panzerung? Hier? In den Triebwerken nicht. Biegen haben wir auch keine interne Panzerung. Haben wir hier interne Panzerung? Ah, hier haben wir interne Panzerung. Den Stuhl brauchen wir sowieso jetzt nicht mehr. So, jetzt kommen wir natürlich nichts weiter. Wir sind nämlich schon voll. Voll bis oben hin. So, dann kann man nämlich hier den Container bauen und da können wir das Zeug nämlich hier schon mal einlagern. Da haben wir dann auch den Weg nicht so weit. Na gut, jetzt brauchen wir noch Metallgerüste. Das heißt, wir müssen dann doch erstmal, was wir jetzt noch drin haben, doch erstmal im Lande einlagern. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir das jetzt alles, wenn wir jetzt was abbauen, dann landet das nämlich alles irgendwo auf dem Erdboden und wir wollen ja nichts verschwenden. So, jetzt haben wir es wieder Platz geschaffen. Jetzt gehen wir noch das Triebwerk abbauen. So. Ja, und es wird schon wieder hell. Das ist doch sehr schön. So, jetzt brauchen wir noch, was brauchen wir noch? Stahlrohr klein war alles, gell? Und interne Panzerung auch nochmal 10-mal. Gut, müssen wir mal schauen, wo wir jetzt noch ein Stahlrohr klein herkriegen. Aus den Triebwerken, glaube ich, oder? Die waren doch kleine. Oder? Ne, die hatten große. Hier ist auch große.
Ich weiß hier die Verbindungsrohre. Die hier hatten doch einen kleinen drin, oder? Genau. Brauchen wir ja auch erstmal nicht. Und die hatten doch auch, glaube ich, interne Panzerung. Nee, hatten sie nicht. Eine Panzerung, die brauchen wir jetzt noch und wir haben natürlich keine mehr. Gut, das ist natürlich jetzt nicht das Problem. Schauen mal, ist hier. Ah, hier ist interne Panzerung drin. Den braucht man nämlich auch nicht. Die Batterie lassen wir erstmal noch stehen. Die Batterie lassen wir erstmal noch stehen. Weil die hat nämlich noch Soft. So, und da wollte ich nämlich sagen, könnte man dann nämlich auch hier... So, jetzt fehlt natürlich noch viermal interne Panzerung. Okay. So, wo kriegen wir jetzt die interne Panzerung her? Hat der... Der Konveyor hat interne Panzerung, genau. So, schwupps weg ist er. Und dann haben wir erstmal den ersten Container hier fertig und dann können wir erstmal den Nender so Stück für Stück zerlegen. Ach, schon wieder vorbeigeflogen, das gibt's doch nicht. So. Genau, und dann können wir hier nämlich schon mal unser Zeug einlagern und den Nender jetzt Stück für Stück zerlegen. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir erstmal unsere Solarzellen aufbauen. Obwohl, nee, die können wir dann immer später noch aufbauen. So, jetzt würde ich sagen, räumen wir nämlich hier erstmal alles leer. Genau, da können wir nämlich die Batterien schon mal runter schaffen. Nämlich hier anfangen, unsere erste Stromversorgung aufzubauen. Da können wir dann hier anfangen, unsere erste Stromversorgung aufzubauen. Wahnsinn, von den Batterien passen gerade mal 82 Stück ins Inventar. Das ist der Sauerstofftank. Wo ist denn der Sauerstoffgenerator? Refinery? Na, unser... der ist da hinten dran, gell? Das heißt, wir müssten die Teile hier auch erstmal wegmachen. Wir müssten die Teile dann auch erstmal wegmachen. So, damit wir nämlich weiter unser Oxygen auffüllen können. Weil im Generator ist natürlich noch jede Menge drin. So. Und wieder rein. Schwuppdiwupp. Und dann werden wir nämlich als erstes hier mal unsere Produktionskette aufbauen.
Halt, ich wollte hier oben das erstmal wegschleifen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das Uranium hier rausnehmen. Und dann verlegen wir jetzt erstmal den Reaktor, den Conveyor und den Lüfter. So, und dann kommen wir nämlich hier auch an unsere Sauerstoffgenerator dran, der natürlich jetzt nicht funktioniert. Das ist ganz klar. Ich weiß auch warum. Ich bräuchte ja eigentlich nur die Batterie einschalten und schon funktioniert es wieder. Genau, wir haben ja noch Strom durch die Batterien. Die schalten wir aber gleich wieder aus, weil wir wollen ja keine Stromverschwendung machen. So. Halt, wir sind noch nicht ganz voll. Können wir ruhig alles ausnutzen hier. So. Und dann würde ich natürlich sagen, ich plane hier so eine richtig schöne Basis hierher zu bauen, so richtig schön den Platz auszunutzen. So schön mit Hangar und allem drum und dran. Materialien, unseren ersten Reaktor hier zu bauen auf unserer Basis. Muss man dann halt mal schauen, inwieweit wir den dann schon brauchen, weil für den Reaktor brauchen wir dann halt eben das Uranium. Und solange wir noch keine Uraniumquelle gefunden haben, wird das sowieso schwieriger werden. So, wie es aussieht, müssen wir dann noch einmal fliegen und dann müssten die Container leer sein. Und dann können wir uns langsam mal ranmachen, den Länder zu zerlegen. Aber das werden wir aus der nächsten Folge schaffen. Ja, nicht gut. Vor allen Dingen habe ich das erste Mal den Lander so richtig gut gelandet. Das heißt, alle vier Landing Gears sind grün. Das heißt, alle haben Bodenkontakt. Und die Rampe hier liegt auf dem Boden auf. Das habe ich bis jetzt noch nie bei einem Lander geschafft. Und vor allen Dingen im Dunkeln war das gewesen. Wo ich den Lander gelandet habe, war es dunkel gewesen. Ich habe also überhaupt nichts gesehen. Ja, das war zum ersten Mal eine riesige Meisterleistung, die ich da gemacht habe. Und ich habe es leider nicht aufgenommen. Das ärgert mich natürlich ein bisschen. Okay, aber wir machen bei der Folge jetzt erstmal Schluss. 45 Minuten, das denke ich mal, ist okay. Ansonsten schreibt mir, wenn die Folgen zu kurz sind oder wenn die Folgen zu lang sind, dann werden wir die Zeiten ein bisschen anpassen. Ansonsten würde ich die Folgen dann immer so bei 45 Minuten erstmal lassen. Kommt drauf an, wie ich das zeitmäßig jetzt erstmal schaffe in der nächsten Zeit. Aber ich denke mal, das wird erstmal passen. Alles klar. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten, um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniert mich. Oder besser gesagt, meinen Kanal. Ja, ansonsten halt Kommentare, Negatives, Positives, einfach schreiben. Alles klar, ich danke euch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.